I hate fish. What's that I smell? Oh, yeah. Oh, it'll be some of those famous Wookiees. Es reicht, nein, du hast mich dieses Jahr lang genug gequält. Was ich alles. Nein, nein, nein! Nein! Having fun, having fun, alright? Mach das. Wo? Is it just me? Or is it getting crazier out there? Hardy, du bist ein verfluchter Sadist. Hallo liebe Wii-Piloten und herzlich willkommen bei der ultimativen Ausgabe von Wenn Kacke ein Film wäre, die Weihnachtsedition. Oh Mann. Happy Holidays, you filthy animals. Oh Mann. Mir fällt nichts ein, außer warum. Warum ist es passiert? Ich rede heute über das Star Wars Holiday Special. Es ist wirklich... Also, ich glaube, das ist das Letzte, was man sieht, bevor man den eigenen Verstand verliert. Glaube ich wirklich. Aber Fairness halber, ich habe Hardy dazu genötigt, den Dreck auch zu gucken. Weil, wenn ich darüber sprechen muss, dann musst du es auch gucken. Wie hat es dir hingefallen? Okay. Das mit dem Spaß verstehe ich zwar nicht, aber okay. Ja, hier kannst du spoilern kommen. Spoiler? Was ist Star Wars Holiday Special an? Geht sicher selber auch Star Wars Spoiler im Allgemeinen. Ja, alles was jetzt folgt ist hoffentlich die einzig vernünftige Meinung zu dieser Rotze. Legen wir los. I got a bad feeling about this. Okay. Das Star Wars Holiday Special ist in die Geschichte eingegangen. Es ist nicht wirklich ein Weihnachtsspecial, es ist ein Holiday-Special, okay? Es ist ein Unterschied, weil wir erfinden einen ganz eigenen, bescheuerten Festtag. George Lucas kam auf die großartige Idee, dass Star Wars ja so geil angekommen ist, dass zwischen Empire Strikes Back und A New Hope muss man eine Fernsehproduktion gestalten. Mittlerweile bereut George Lucas das so krass. Er hat anscheinend wirklich gesagt, wenn er könnte, würde er jede einzelne Kopie finden und sie zerstören, okay? Aber es gibt doch welche da draußen. Wir haben eine. wow. Und irgendwie ist es ihm gelungen, für die billigste, bescheuertste, verrückteste, einfach nur wahnsinnigste Idee, den kompletten originalen Cast von Star Wars zu kriegen. Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, James Earl Jones, wie sie den Titel sogar sagen, R2-D2. Fuck off, wirklich. Und die Kacke geht los, ich meine. Wir benutzen Stock-Footage. Aus The New Hope und sehen, dass Han und Chewie mal wieder vom Imperium fliehen. Warum? Keine Ahnung. Und dann sagt Han zu Chewie, keine Angst, du wirst rechtzeitig zu Hause sein für Light Day. Ich so, was ist... zur Hölle ist Light Day? Und dann haben wir das Intro, Star Wars The Holiday Special, und es sieht wirklich aus wie so ein klassisches Sitcom-Intro, wo wir die Bilder von allen Castmitgliedern sehen. Und Mark Hamill sieht aus wie ein verfluchtes Glücksbärchen. What's up? Chewbacca? Yeah, we'll bring him to the screen, I want to say hello to him. Was haben sie mit ihm gemacht? Wie viel Make-up haben die ihm in die Fratze geschmiert? Ich hab... Und sein Schauspiel. Hey, what's up? Give me some smiles. Ich so, dir ist klar, du bist jetzt noch nicht der Joker. So, noch? Ne. Und dann geht das Special los. Und... Ich glaube, es dauert... 12 Minuten, bis wir einen richtigen Satz hören, weil wir fangen auf Kashyyyk an und haben ein Baumhaus, wo wir Chewies Familie kennenlernen, weil er hat anscheinend eine Frau, einen Papa und ein kleines Kind.
Und ich schwöre es euch, ich verarsche euch nicht. Es sind 12 Minuten am Stück. English, motherfucker, do you speak it? Yes. Und man guckt sich das an und denkt, es läuft immer noch. Es gibt keine Untertitel oder so. Es sind echte Gespräche. Du hast keine Ahnung, was da gerade passiert. Und es ist einfach nur nervtötend. Und das kleine Viech läuft rum mit Spielzeug. Übrigens finde ich es krass witzig, dass die Mutter eine Küchenschürze trägt. So, seit wann tragen Wookies Klamotten überhaupt? Es ergibt nichts von dieser Scheiße. Es ist wirklich, es ist der hirnloseste Dreck, den ich je gesehen habe. Ich kann nicht anders sagen. Also, und das ist halt das Ding, während man das guckt, verliert man den Verstand. Also man hat keine Ahnung, was da gerade passiert, was da von sich gesagt wird. Anscheinend sind die traurig, weil Chewie noch nicht zu Hause ist. Und dann klaut das kleine Kind anscheinend Kekse und guckt sich etwas an. Und das passiert. No, 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 no. Gefolgt von das. Und es dauert einfach ewig. Also, ich habe das Ding gestern Hardy gepitcht. Und zwar, das Star Wars Holiday Special besteht daraus, dass Figuren sich weirden Shit angucken. Das ist, ja, Figuren innerhalb dieses Films gucken sich immer kurz weirden Shit an. Und wir dürfen dann diesen weirden Shit auch ertragen. Wie diese Zirkusnummer eben gerade. Und zwischendurch rufen die dann immer andere Leute an, wie Prinzessin Leia. So, could you do me a favor and send either Chewbacca or Han Solo to the screen, please? Cocaine is a hell of a drug. Wow, Carrie Fisher, sie war, also die waren alle high. Das ist, die kann man nicht anders sagen. Und C-3PO ist da, Anthony Daniels hat sich dazu ergeben, oh, du verstehst die nicht. Die sind ganz schön bekloppt, oder? Und dann haben wir einen Typen, der den Wookies Geschenke macht. Und dann sagt er auch zur Frau von Chewie, ja, komm schon. Gibt's nicht etwas, was du mir geben kannst? Und dann kriegt er einen Wookie-Kuss und ist glücklich. Und dann gibt er dem alten Opa-Wookie dem gibt er so eine Virtual-Reality-Brille. Also so eine Maske/Helm. Und dann guckt er sich einfach VR-Pornos an. Ich schwör's, ich konnte seine Tatzen nirgendwo sehen. Da ist dann irgendeine Lady, die sagt, I'm your pleasure. We can have a good time. I am your pleasure. Oh, oh. Und erneut, es dauert einfach 40 Minuten gefühlt. Dann haben wir eine Szene beim Imperium und dann sagt der eine Typ, guck dir das an, dann haben wir eine Band. Und die spielen das wirklich so aus. Diese Special dauert 1 Stunde und 37 Minuten. Eine Stunde und 37 Minuten, die nur daraus bestehen, dass sich Leute weirden Shit angucken. Ohne Witz! Ich würde euch zwar gerne sagen, es passiert nichts. Und dann haben wir die Frau von Chewbacca, die eine Kochshow hat. Mit einem Typen in einer lila Perücke, einem Kleid und 4 Armen oder 8 Armen, die eine Suppe kocht und beibringt, wie man das macht. Und dann passiert das. Stir, 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 stir. Und dann passiert das. Stir, whip, stir, whip, 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 stir. Und dann passiert das. Stir, whip, stir, whip, 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 stir. Come on, faster all together now. Cooking can be fun. Stir, whip, stir, whip, 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 stir. Not reality. Not reality. Und ich verliere meinen Verstand. Und dann kommt das Imperium, steht vor der Tür und es ist witzig, es gab ja damals diese Werbebreaks und dann geht's nach der Werbung weiter. Was kann passieren? Das Kind guckt sich einen Cartoon an, der die Handlung rund um Luke, Han und Chewie weitererklärt. Und Han Solo, diese Cartoon-Version von ihm sieht wirklich aus, als wäre er zu schnell mit dem Millennium Falcon gegen eine Wand gefahren. So eine eingedrückte Fresse, das sieht wirklich witzig aus. Und das Traurige ist, so wurde Boba Fett eingeführt, der anscheinend Luke und Co. hilft
aber doch böse ist und die rechte Hand des von Vader ist. Vader spielt auch kurz mit. Und danach ist man mental ausgecheckt nach diesem Cartoon. Weil es endet einfach nicht. Wir haben eine Szene in der Cantina-Bar mit Bea Arthur. Ja, aus den Golden Girls. Und der Cantina-Bar-Song, der hat Lyrics. Ja, aber dann passiert, was kommen muss. Am Ende sind Chewie und Han doch zu Hause, verhauen ein paar Stormtrooper für 2 Sekunden. Man sieht übrigens, wie Harrison Ford stirbt, also innerlich. I think his voice has changed. Come on, I'm just teasing. So, also ich glaube, daher rührt sein Hass auf Star Wars und den Charakter. Er dachte, er spielt in einem feinen Film mit Alec Guinness. Er hätte nicht gedacht, dass man ihn dazu nötigt, in so einer Kacke mitzumachen. Also, guckt euch das doch mal an. Der will uns doch signalisieren, bitte tötet mich. Es geht doch nicht anders. Also, und dann zum Schluss sehen wir, was Light Day ist. Und es sieht aus wie eine Sekte. Wie so ein gefährlicher Kult, wo die alle solche Roben umhaben. Und gehen die jetzt in den Himmel? Haben die jetzt kollektiv irgendwie sich beendet? Ich weiß es nicht. Und dazu spielt die Star Wars Musik. Und Leia singt Lyrics, die nicht mal ansatzweise auf diese Musik passen, die sie spielen. Und es ist einfach, es ist großartig scheiße. Also, das Problem ist, ich habe ja schon häufiger gesagt, ihr müsst es gesehen haben, um es zu verstehen und so weiter. Hier kann ich sagen, selbst wenn ihr es seht, versteht ihr es nicht. Aber das ist etwas, das kann man niemandem erklären. Oder, Hadi, hätte ich es dir erklären können? Nee, es ist wirklich, Leute stehen da und gucken sich weirden Shit an. Die ganze Zeit. Und es hört nicht auf. Und dann singen die. Und dann ist die Scheiße zu Ende. Und dann merkt man, es waren 1 Stunde 37 Minuten. Und ja, Mark Hamill, ich muss einfach darüber reden. Also, der sieht ja im Gesicht... Come on, Mo, let's see a little smile. Ich habe ja selten gesehen, dass jemand so eine zugehackte Fresse hatte. Und einfach nur noch aussieht wie eine Ken-Puppe. Der hätte in Barbie dieses Jahr mitspielen müssen. Come on, give me some smiles. Aber ja, er ist auch nur zugeschaltet über einen Bildschirm, so wie jeder. Weil was uns wirklich interessiert ist... Also, und die Scheiße soll ja Kanon sein, weil in The Mandalorian Season 1, Episode 1, sagt das erste Bounty von Mando... Ich verpasse Light Day. I was hoping to be free for Life Day. Es ist echt? Heißt es, Chewie hat wirklich eine Familie? Das ist nicht irgendein Scheiß, das ist... Also, das Kacke zu nennen, das kann man nicht Kacke nennen. Es gibt doch kein Wort, das erfunden wurde, um das zu bezeichnen. Deswegen nenne ich es einfach... Und ihr macht draus, was ihr wollt. Aber, Alter, wenn ihr an eine Kopie kommt, gebt euch das. Ihr wisst, dass ihr damit George Lucas zwar wehtut, weil ich glaube, niemand hasst die Scheiße so krass wie er. Aber meine Fresse, man muss es gesehen haben. Nicht, um es zu verstehen, weil da gibt es nichts zu verstehen. Das ist wirklich ein Acid-Trip. Das ist genau das. Also da hat jemand einfach sich richtig hart gegönnt. Es war der Übergang von 70s auf 80s. Da hat man halt ein bisschen Sachen ausprobiert. Und das ist dabei entstanden. Und dass das Star Wars hat. Das ist Star Wars ohne Action, muss man sich auch vorstellen. Das hat auch nichts mit Weihnachten zu tun. Das ist einfach nur da. Es ist so krass. Leute, das ist frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und jetzt frage ich euch, habt ihr das gesehen? Wenn nicht, seid ihr glücklich? Wenn ja, seid ihr auch irgendwo glücklich? Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr die Kacke kennt. So, ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.